Hallo, mein Name ist Oliver Lehmann. Ich bin Trainer bei TPG, der Project Group, für Zertifizierungen, insbesondere natürlich für die PMP-Zertifizierung, um die es jetzt im Folgenden hier auch gehen soll. Was kommt denn auf jemanden zu, der Interesse daran hat? Vorbereitung, Anmeldung und natürlich auch die Prüfung selbst. Was Sie schon immer über die PMP-Zertifizierung wissen wollten und vielleicht nie gefragt haben oder einfach nicht gewusst haben, wen fragt man denn da eigentlich? Das sind die Themen, um die es uns hier jetzt gehen wird. Ein paar kurze Takte zu meiner Vorstellung. Ich bin selber natürlich PMP-zertifiziert seit vielen Jahren bereits. Ich bin Mitglied im PMI, dem Project Management Institute, das die Prüfung herausgibt. Habe da als Volunteer sehr, sehr viel Zeit auch schon zugebracht, sehr viel Energie reingesteckt. Das Deutlichste vielleicht, ich war von 2013 bis 2018 der Präsident des PMI Southern Germany Chapter, also der lokalen Gruppe, die es damals für Süddeutschland gab. Inzwischen haben die verschiedenen deutschen Chapter sich vereinigt zu einem deutschlandweiten Chapter. Aber als es noch ein Süddeutschland-Chapter gab, als es das größte auch in Deutschland war, da war ich der Präsident des Ganzen. Ich bin auch zertifiziert als Trainer, zum einen bei PMI, da nennt sich das ATP Instructor, aber auch von anderen Verbänden und sogar von Microsoft habe ich eine Trainer-Zertifizierung. Ich will mich nicht zu lange mit mir aufhalten, sondern über die Frage sprechen, was machen wir denn eigentlich, wenn wir PMP-zertifiziert werden, wo hat es denn eigentlich seinen Platz? Und das gleich vorneweg, es ist kein Einsteigerzertifikat. Das Einsteigerzertifikat bei PMI heißt CAPM oder CAPM. Ich werde gleich auf CAPM kurz zurückkommen, aber so viel vorneweg, wer daran interessiert ist, das zu machen, der ist bei uns im PMP-Seminar. Herzlich willkommen, das nimmt sozusagen den CAPM mit. Die meisten kommen ja nicht ins Projektmanagement rein, weil sie Projektmanager sein wollen. Die wenigsten haben das so als Berufswunsch, vielleicht aus der Schule schon, aus der Kindheit mitgenommen, sondern irgendwie rutscht man da einfach rein. Die Accidental Project Manager war bei mir natürlich ganz genau das Gleiche, als ich damals in Projektmanagement reingekommen bin. Wie fängt man an? Naja, erstmal ist man vielleicht ein Teammitglied in einem Projekt, wird gebeten, da irgendwie mitzuarbeiten, dem Projekt zuzuarbeiten. Wir finden das hier als einen Contributor und irgendwann kommt der Punkt, wo man erste Erfahrungen gesammelt hat und auch erste Entscheidungen natürlich dann im Projekt treffen muss. Man hat nie gelernt, wie es richtig geht. Was macht man? Münze werfen, Coinflipping. Man probiert mal Dinge aus. Manche dieser Dinge, die man macht, werden funktionieren, manche werden nicht so gut funktionieren. Da bildet sich mit der Zeit so ein erstes anekdotisches Wissen über Projektmanagement heraus. Irgendwann kommt mal der Punkt, wo man als Projektmanager sagt, das möchte ich jetzt besser verstehen. Ich habe so viel schon gelernt und gesehen im Projektmanagement. Aber was ist denn das, was das alles verbindet? Was ist denn die Gemeinsamkeit aller dieser Erfahrungen? Und übrigens auch natürlich, was gibt es ja noch an wichtigen Dingen zu wissen, denen ich bloß bisher noch nicht begegnet bin. Diese Konsolidierungsphase, das ist das, wo der PMP häufig seinen Platz hat. Auch bei mir selber übrigens war es genau dasselbe. In meiner eigenen Prüfungsvorbereitung, da habe ich oft Dinge gelernt, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das hättest du vor 3 Jahren wissen müssen. Dann hättest du irgendein Problem erst gar nicht hochkommen lassen. Und bei anderen Dingen habe ich mir gedacht, das hast du eigentlich genauso gemacht. Irgendwie intuitiv. Jetzt erfährst du, dafür gibt es einen Namen, das ist eine Methode sogar. Ich weiß von vielen meiner Seminarteilnehmern, die mir erzählt haben, es ist ihnen ganz genauso gegangen. Es ist auch eine Zeit der Reflexion über die eigenen Erfahrungen. Consolidator her. Das Ziel dann mit der PMP-Prüfung ist, die Projektmanager in eine ganz komische Rolle hineinzuführen. Die Rolle habe ich hier mal beschrieben als Collaborative Hero. Das ist der Held der Einzelkämpfer natürlich. Das ist der Held oder die Heldin selbstverständlich auch. Mit dem Schwert in der Hand gegen alle Feinde und gegen Drachen und was es sonst noch so alles gibt, kämpfend. So funktioniert Projektmanagement aber nicht. Wir sind in Teams, wir müssen mit anderen zusammenarbeiten, mit den Leuten, die für uns arbeiten, mit Sponsoren, für die wir arbeiten. Wenn sie im Kundenprojekt sind, dann natürlich ganz wichtig, der Kunde, der uns bezahlt für unsere Arbeiten und viele, viele mehr. Wir müssen uns in Teams einfinden. Wenn wir das zu stark machen, werden wir aber als Führungsperson untergehen. Wir gehen in der Menge einfach unter und das darf auch nicht passieren. Schließlich haben wir ja die Verantwortung,
letztliche Verantwortung für den Projekterfolg. Ich vergleiche das gerne in meinen Seminaren mit Navigieren zwischen zwei Monstern. Wer das aus der griechischen Mythologie kennt, Odysseus zwischen zwei Monstern, eines rechts, eines links und dazwischen muss er jetzt durchfahren. Häufig haben wir solche Situationen auch im Projektmanagement. Wir haben irgendeine extreme Methode vielleicht, eine Herangehensweise, Verhaltensweise auf der einen Seite und das umgekehrte Extrem auf der anderen Seite. Und zwischen den beiden müssen wir einen vernünftigen, realistischen Weg finden. Das hier ist ein Beispiel dafür, ein ganz einfaches Beispiel, wie Projekte immer wieder vor solchen Aufgaben stehen. Und das ist tatsächlich ein wesentlicher Aspekt von Projektmanagement. Hinter dem PMP steckt das PMI, das Project Management Institute. Das ist ein Berufsverband. Gegründet 1969. Das waren damals 5 Gründungsmitglieder. Jetzt kann der eine oder andere vielleicht schon mal ein bisschen rechnen. Moment, das sind ja etwas mehr als 50 Jahre. Ja, tatsächlich. Im Jahr 2019 gab es in Philadelphia in den USA dazu eine große 50-Jahr-Feier. Und ich hatte das Glück, da auch dabei sein zu dürfen. Und ich bin auch persönlich gut bekannt mit einem der 5 Gründungsmitglieder. Die anderen leben leider nicht mehr, aber einen gibt es noch. Und ich freue mich auch immer wieder, den wiederzusehen. Mitglieder, knapp 700.000 Ende letzten Jahres. Die letzten Zahlen, die ich habe, sind aus dieser Zeit. Das heißt, wir gehen im Moment auf die 700.000 zu. Und irgendwann wird es vielleicht mal ja, 1 Million werden und mehr. Mitgliedstyp, nur Einzelmitglieder. Die Firma, in der Sie arbeiten, kann nicht Mitglied im PMI werden, nur Sie als Einzelperson. Ich sehe das sehr, sehr positiv. Das ist unser Laden, das ist unser Verband, den wir hier drinnen haben, der gehört uns einfach. Und alles, was er an Erfolg hat, ist auch unser Erfolg. Übrigens, alles, was er falsch macht, ist natürlich auch unser Fehler dann am Ende da drinnen. Aber es ist unser Laden. Es hat sehr viel zu tun auch mit dem Selbstverständnis, Selbstwertgefühl auch von Projektmanagern. PMI hat Mitglieder in über 200 Ländern. Ich glaube, aktuell sind es im Moment 211, wenn ich es richtig weiß. Es ändert sich immer wieder. Zum Vergleich, die Vereinten Nationen sind in 193 Ländern vertreten. Also PMI ist weiter verbreitet als die Vereinten Nationen. Die Mitglieder sind so über 50% im Herkunftsland von PMI in den USA. Dann noch eine große Zahl in Kanada. Dann sehen wir in meinem Diagramm hier ein paar weitere Länder. Und was wir gut erkennen ist, innerhalb von Europa ist tatsächlich Deutschland die größte Mitgliedergruppe. Dann kommen Großbritannien, Spanien, Frankreich, Italien und ein paar weitere. Aber wir sind schon ganz, ganz vorne hier mit dabei. Und tatsächlich hat PMI auch einen sehr, sehr guten Stand inzwischen in Deutschland. Ich bin ja schon eine Weile dabei und ich kann mich an Zeiten erinnern, wo wir hier noch klein waren, wo das überschaubar war. Heute hat es doch eine ziemliche Größe bekommen. Das Hauptquartier, GHQ, Global Headquarters, ist in Newtown Square. Das ist in der Nähe von Philadelphia in den USA. PMI ist aber aktiv weltweit. Diese Kreuzchen hier signalisieren, da gibt es ein Büro oder irgendeine Niederlassung von PMI. Das ist übrigens im laufenden Wandel drinnen. Manchmal verschieben sich die Kreuzchen, dann kommen wieder neue dazu. Es kann gut sein, wenn Sie hier diese Präsentation sehen, dass diese Karte bereits veraltet ist. Firmen können nicht Mitglied werden im PMI. Was Sie aber machen können, was eine Firma machen kann, ist dem Global Executive Council beizutreten. Das ist eine Sammlung von Unternehmen, die Projektmanagement für wichtig finden, die gerne ihre Beziehung mit PMI auch pflegen möchten. Und wir sehen, da sind auch ein paar deutsche Firmen drinnen. Da findet sich zum Beispiel Bosch mit drinnen, da findet sich SAP mit drinnen und noch ein paar weitere. Airbus ist mit drinnen. Ich denke, wir werden auch hier immer wieder natürlich Wandel erleben, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn hier auch weitere Firmen dazu kommen, die sagen, für uns ist Projektmanagement sehr, sehr wichtig. Wenn ich über PMI spreche, möchte ich gleich noch etwas dazu sagen. Ich möchte dafür werben, wenn man sich auf diese Prüfung vorbereitet, Mitglied im PMI zu werden. Es ist keine Voraussetzung für die Prüfungszulassung, dass man Mitglied ist, aber es gibt 2 ganz wichtige Argumente dabei. Ein Argument ist, man bekommt einen Rabatt für die Prüfungsgebühr. Man hört wahrscheinlich aus meinem Zungenschlag heraus, dass ich ja gebürtiger Schwabe bin, das ist das Schwabenargument. Wir haben an Kosten dafür hier für den
erst fürs erste Jahr $129 plus $10 Aufnahmegebühr, also $139. Aber man bekommt einen Rabatt für die Prüfung von $150. Das zahlt sich von alleine. Ja, natürlich nimmt man das doch mit. Mindestens dieses eine Jahr. Wer mag, kann ja länger da drinnen bleiben. Übrigens kenne ich auch Unternehmen, die ihren Mitarbeitern die PMP-Zertifizierung sponsern. Sehr häufig findet man da drinnen Firmen, da geht es um Kundenprojekte, da geht es darum, sich besser verkäuflich zu machen beim Kunden in der Angebotsphase, aber auch später in der Umsetzungsphase ein besseres Standing zu haben. Es sind auch Firmen, die interne Projekte machen, wo es erneut darum geht, den Projektmanagern einfach das Standing zu verbessern gegenüber Widerständen, die es im Unternehmen gibt, die ihnen das Leben sehr schwer machen. Und wenn Firmen das sponsern, habe ich häufig dann auch, dass sie sagen, okay, dieses eine Jahr Mitgliedschaft sponsern wir mit. Wir bekommen sie am Ende wieder zurück über die Prüfungsgebühr. Also auch da sind Firmen gerne mit dabei. Vorteile, die wir haben. Das Wichtigste, wir sehen das hier, Digital Library of Standards. Wir haben Zugriff auf verschiedene Bücher in digitaler Form. PDF-Dateien oder über den Zugriff auf eine Wissensdatenbank, über die ich nachher noch ganz kurz etwas erzählen möchte. Das hat den Vorteil, vielleicht nicht zum Lesen, das ist Geschmackssache. Mancher liest lieber ein Buch oder hat gerne einfach Papier in der Hand. Aber wenn wir uns für die Prüfung vorbereiten, muss man immer wieder mal nachblättern, recherchieren, irgendetwas suchen. Und da ist natürlich eine PDF-Datei viel, viel schneller. Da ist auch so eine Wissensdatenbank schneller. Da gibt es Suchfunktionen, die wir nutzen können. Und damit können wir unseren Lernprozess massiv beschleunigen. Und das, denke ich, das ist es wirklich wert, diesen Zugriff einfach zu bekommen. Und ich empfehle es wirklich jedem, der sich auf diese Prüfung zubewegt, rechtzeitig Mitglied im PMI zu werden. Das nächste Diagramm beschreibt den Prozess, den ich Ihnen empfehle, den ich Ihnen ans Herz legen möchte, um sich auf die Prüfung vorzubereiten, sich anzumelden und sie natürlich dann auch zu durchlaufen. Und wie wir sehen, das Ganze beginnt erstmal mit einem Vorbereitungsseminar. Der Hintergrund ist, dass PMI eine Voraussetzung dafür hat, dass man zur Prüfung zugelassen wird. Die heißt 35 Stunden professionelles Training dafür. Das ist unser Vorbereitungstraining, das hat diese 35 Stunden. Wir machen die über 5 Tage, das heißt, wir haben am Tag 7 Stunden. Manchmal gibt es Wünsche von Teilnehmern, kann man nicht an einem Tag 8 Stunden machen, dafür am anderen 6 oder irgendeine Änderung zu machen, bin ich jederzeit bereit dazu. Ich bin da flexibel, aber grundsätzlich, wir müssen am Ende mit diesen 35 Stunden rauskommen. Übrigens plus 1 Stunde Mittagspause, das heißt, unser Seminartag sind in der Summe 8 Stunden da drinnen. Es gibt noch ein paar Kaffeepausen, die müssen wir aber nicht berücksichtigen dabei. Dann nochmal meine Empfehlung, Mitglied zu werden im PMI. Man muss es nicht machen, man kann auch als Nichtmitglied sich für die Prüfung anmelden. Ich empfehle, diesen Beitritt zu machen und dann apply at PMI. Jetzt meldet man sich bei PMI für die Prüfung an. Das heißt, man füllt Online-Formulare aus, in denen man etwas über sich erzählt. Und wenn man mit denen fertig ist, muss nicht alles in einem Aufwasch geschehen. Das kann man über mehrere Tage, Wochen manchmal machen. Aber wenn man dann alles drin hat in den Formularen, alle Angaben gemacht hat, dann irgendwann gibt es so ein Knöpfchen Submit und das klickt man dann und dann geht diese Anmeldung raus an PMI. Hier steht noch was von einem Audit, ja, in Kursiv mit einem Fragezeichen. Was hat es denn damit auf sich? Ein Teil der Anmeldungen wird von PMI nochmal separat geprüft. Man muss dann PMI Belege einreichen. Während der Anmeldung hat man noch keine Belege eingereicht. Nehmen wir an, jemand ist zum Beispiel ein Bachelor oder ein Master und hat es mal eingetragen in seine Anmeldung, dann würde PMI jetzt kommen und sagen, zeig mir doch mal sowas wie ein Zeugnis oder ein Transkript oder sonst einen Beleg, den du dafür hast, dass du das auch tatsächlich bist. In der Anmeldung haben sie Angaben gemacht zu Projekten, die sie durchgeführt haben, die sie geleitet haben oder immer noch leiten, können natürlich das aktuelle Projekt auch mit dabei sein. Und dann will PMI eine Unterschrift haben von einem Supervisor, einem Vorgesetzten, vielleicht jemandem auf Kundenseite, für den man arbeitet. Und sagt, druck bitte das aus, was du da eingegeben hast. Als PDF-Datei kannst du es runterladen, dann druckst du das aus und das lässt du dir unterschreiben. Auch das geht heute übrigens alles online. Das ist jetzt zum
heutigen Zeitpunkt, wir sind im frühen März im Moment, ist das noch nicht in den Beschreibungen von PMI drinnen, funktioniert technisch aber bereits. PMI erlaubt also, dass man auch das digital an PMI schickt, was, glaube ich, eine große Erleichterung ist, dass man damit nicht Post nach USA schicken muss. Nicht jeder wird auditiert. Die Zahl der Auditierten ist begrenzt. Ist übrigens auch etwas, was im PMI geheim gehalten wird, aus gutem Grund, wie ich finde. Es ist richtig so. Also man muss sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass es einem passieren kann, dass man in so ein Audit hineinkommt. Dann braucht man übrigens auch so etwas wie die Teilnahmebescheinigung aus dem Seminar. Weitere Aktivitäten, die man macht, um sich auf die Prüfung vorzubereiten. Literature Studies und Mentored Self-Directed Learning. Literature Studies heißt, dass man sich einige Bücher antut. Im Wesentlichen drei, über die werde ich nachher noch kurz etwas sagen. Und meine Teilnehmer bekommen auch von mir Hinweise, was aus diesen Büchern muss man denn eigentlich lesen. Man kann glücklicherweise eine ganze Menge Seiten auch einfach überspringen und kann seine Zeit auf das fokussieren, worauf es wirklich ankommt. Wir sehen also nach dem Seminar, ist man noch nicht wirklich fit für die Prüfung. Das ganze Wissen, was man übernimmt, was sehr, sehr viel ist, muss sich einfach erst einmal setzen. Und man muss Dinge wiederholen, damit die einem danach aber auch in der Prüfung tatsächlich verfügbar parat sind. Dann haben wir hier etwas weiteres, Mentored Self-Directed Learning. Was meint das? Self-Directed Learning, Lernen in Eigenregie. Ein wichtiges Element davon ist, sind davon Beispielfragen. Prüfungsfragen, die nicht wirklich aus der Prüfung sind, sondern im ähnlichen Stil geschrieben sind oder die gleichen Inhalte haben, sodass man sich darauf vorbereitet. Mit diesen Prüfungsfragen findet man Wissenslücken, die man schließen muss. Damit kann man feststellen, ob man schon vorbereitet ist für die Prüfung. Tatsächlich, meine Teilnehmer sind nahe an den 100% auf Anhieb, dass sie die Prüfung schaffen. Ich hoffe nicht, also ich glaube nicht, dass es nur an meinem guten Seminar liegt. Ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt ist, meine Teilnehmer bekommen eine Metrik. Wie kann man denn bemessen, ob man wirklich fit für diese Prüfung ist? Self-Directed Learning ist vor allen Dingen mit Übungsfragen zu arbeiten. Diese Übungsfragen kommen zum großen Teil von mir. Wir haben in den Seminarmaterialien sehr viel drinnen. Es gibt auch sehr viel, was online da ist. Übrigens auch wieder mein Material zum Teil. Ich habe selber 280 kostenlose Fragen im Internet, die darf jeder verwenden. Und habe Links zu anderen. Das bekommen meine Teilnehmer ebenfalls. Wo findest du denn kostenlose Fragen? Und dann haben wir nochmal über 2000 Fragen, die aus einer weiteren Quelle kommen, einem Simulator, den wir den Teilnehmern zur Verfügung stellen. Und da ich ihn nicht gemacht habe, kann ich ein bisschen auch mal ein bisschen was Angeberisches sagen dazu. Ich denke, es ist der Beste, den es da draußen im Moment gibt. Und wir sehen, das führt uns auch immer wieder zurück natürlich in die Literaturstudien rein. Wenn man feststellt, man hat irgendwo eine Wissenslücke, dann geht man wieder zurück in die Literatur und sagt, okay, die Frage, das ist die richtige Antwort. Laut dem Simulator oder laut Oliver Lehmann Prüfungsfragen ist die Quelle dafür, auf der Seite 380 zu suchen. Jetzt gehen wir mal auf die Seite 380 und schauen mal nach, was da steht. Ich denke, dieses selber nochmal recherchieren ist auch ein wichtiger Bestandteil eines guten Lernprozesses, dass man nicht nur das Ergebnis vorgesagt bekommt, sondern auch nochmal ein bisschen was tun muss, wirklich zu verstehen, warum das denn eigentlich so ist. Was hat es hier mit Mentored auf sich? Das bin ich. Ich stehe in dieser Zeit, ohne zusätzliche Berechnung natürlich, ich stehe in dieser Zeit meinen Teilnehmern einfach zur Verfügung. Und es gibt viele Dinge, wo ich ihnen helfen kann und manchmal auch helfen muss. Zum Beispiel während der Anmeldung. Mir hat gerade heute früh ein Teilnehmer wieder seine Prüfungsanmeldung zugeschickt. Da drinnen ist ein größeres Freitextfeld mit Fließtext drinnen über das aktuelle Projekt, in dem die Person drinnen ist. Und hat mich gefragt, ist das so okay? Kann ich das so an PMI schicken? Und ich habe der Person dann ein paar Empfehlungen gegeben, was man vielleicht ein bisschen anders schreiben könnte, sodass es richtig verstanden wird. Es geht nicht darum, die Leute zum Lügen zu bringen, sondern Dinge so zu beschreiben, dass es da keine Missverständnisse gibt, dass bei PMI auf Anhieb erkennbar ist. Ja, die Person ist im Projektmanagement drin. Was die Person macht, sind wirklich Projekte. Und die Person ist eigentlich das, was wir hier in der Prüfungsanmeldung auch haben möchten. Wir sehen dann zwei weitere
Striche hier. Einer sagt Acceptance and Eligibility. Das ist der Moment, wenn PMI sagt, du wirst zur Prüfung zugelassen, mit oder ohne dieses Audit, wo ich übrigens auch gerne helfe, wie man das Audit sinnvoll und schnell vor allem natürlich auch hinter sich bringt. Und dann haben wir das nächste hier, das ist Payment. Das ist jetzt der Moment, wo man die Prüfungsgebühr bezahlen muss. Wie die im Detail dann aussieht, kommen wir gleich drauf zurück. Dann hat man als nächsten Schritt, wenn man sich fit genug fühlt oder wenn man sich auch selber vielleicht eine Zeitgrenze setzen möchte, dass man sagt, komm, ich gehe jetzt hier los, weil wenn ich weiß, dann und dann ist mein Prüfungstermin, dann lerne ich einfach auch besser. Das ist eine persönliche Entscheidung, wie man da vorgehen möchte. Aber wenn man der Meinung ist, man ist weit genug, dann meldet man sich bei einem Unternehmen Pearson VUE an. Pearson VUE ist ein Dienstleister, der für viele, viele Organisationen Zertifizierungen durchführt, inklusive PMI. Und dann kann man das Ganze entweder online machen oder man kann das in einem Prüfungszentrum machen, einem Testzentrum. Auf diese Unterscheidung komme ich nachher nochmal zurück. Dann natürlich geht man in den Test rein und wenn man ihn hoffentlich auf Anhieb besteht, nach circa 4 Stunden plus minus 10 Minuten, dann kann ich eben sagen, Welcome to the Club, willkommen im Club, dann ist man PMP. Übrigens, diese PMP-Zertifizierung hat einen Verlängerungsprozess mit drin. Man ist es erstmal für 3 Jahre. Und wenn diese 3 Jahre rum sind, dann muss man Punkte gesammelt haben. Damit wird man wieder weiter für weitere 3 Jahre, wird der Status verlängert. Und das ist dann so ein Prozess, der laufend läuft. Ich werde auch über den nochmal ganz kurz was erzählen, aber wir werden nicht viel Zeit damit zubringen. Im Moment geht es ja darum, PMP-zertifiziert zu werden. Ja, das ist im Moment unser Thema. Und nicht, wie man den Status aufrechterhält. Aber wer da Hilfe braucht, da stehe ich auch gerne zur Verfügung. Tatsächlich habe ich auch Kunden, da machen wir regelmäßig Workshops dafür, dass die Mitarbeiter des Unternehmens Punkte sammeln können für die Verlängerung ihrer Prüfung. Wie gesagt, wir werden später nochmal kurz darauf zurückkommen. Dieses Foto hier zeigt ein Prüfungszentrum. Ich habe das aufgenommen vor Covid natürlich. Covid hat diese Zertifizierungsarbeit in den Prüfungszentren natürlich massiv beeinflusst. Zeitweise waren sie komplett geschlossen. Und was man hier auch sieht, dass die so eng aufeinander sitzen, das gibt es heute nicht. Die haben natürlich die Abstände zwischen den Prüfungsplätzen massiv vergrößert. Ob man reingehen soll in ein Prüfungszentrum oder es lieber online macht, auf das Thema, wie gesagt, komme ich später nochmal ganz ausführlich zurück. Welche sind denn die Dokumente, die für die Prüfungsvorbereitung, Anmeldung, Durchführung, die da wichtig sind? Ich habe ein allererstes Mal hier eigentlich bloß eine Broschüre, gar nicht allzu umfangreich, die heißt PMP Examination Content Outline. Wird manchmal abgekürzt ECO. Das ist der Syllabus, der Inhalt dieser Prüfung. Hier steht drinnen, was in der Prüfung vorkommt. In unserem Seminar werden wir ganz präzise der Examination Content Outline folgen. Die besteht aus vielen Tasks, vielen Aufgaben, die ein Projektmanager immer wieder vor sich sieht oder eine Projektmanagerin natürlich genauso. Und das ist der Inhalt, das ist der Ablauf unseres Seminars auch. Wir werden also genau diesem Dokument folgen. Bei manchen dieser Tasks habe ich nicht viel zu trainieren. Sie sind eigentlich zu alltäglich, zu selbsterklärend vielleicht auch. Manchmal gibt es auch Wiederholungen, da werden wir sie nur einmal ansprechen und nicht zweimal ansprechen. Aber dann gibt es Tasks, da gehen wir wirklich in die Tiefe und fragen, was machst du denn da eigentlich? Wie gehst du denn mit sowas um? So Dinge wie Zeitplanung zum Beispiel. Kann man nicht auch davon ausgehen, dass jeder weiß, wie sowas funktioniert und welche verschiedenen Verfahren es auch dafür geht. Da verbringen wir mehr Zeit damit. Und das sind einige solche Inhalte, die wir sehr, sehr ausführlich besprechen. Aber wie gesagt, wir folgen genau dem führenden Dokument dieser Prüfung. Das ist das führende Dokument für die Prüfung. Übrigens stehen da auch noch die Prozesse nochmal drin, wie wir sie hier auch besprechen. Dann haben wir ein zweites solches Dokument, ist das Certifications Handbook. Dieses Handbuch, was PMI hier hat, ist vor allen Dingen interessant, weil da die Gebühren drin stehen. Ich werde sie nochmal kurz ansprechen. Dann haben wir eine Reihe von Büchern, die hier als Referenzen verwendet werden. 2 Versionen aktuell des PMBOK Guide, die 6th Edition und die 7th Edition. Die letztere ist natürlich die neuere von den beiden. Und dann gibt es noch ein Buch, das ist der Agile Practice Guide. Im Moment haben wir also, ich sage mal fast leider, ja, ist natürlich viel Lesestoff,
Wir haben drei Bücher, die hier drinnen eine Rolle spielen. Der Agile Practice Guide ist dünn und der ist sehr leicht lesbar, aber die Pimper Guides, die sind schon ein bisschen schwieriger auch im Verständnis. Also auch die werden für uns eine große Rolle spielen. Sie werden beim PMP nicht abgefragt. Aber man muss sie kennen, weil die Begründung, warum in einer Frage das eine richtige und das eine falsche Antwort ist, diese Frage, Begründung referenziert dann in den Pembok Guide oder in den Agile Practice Guide oder vielleicht auch mal in ein anderes Dokument mit rein. Die sollte man dann natürlich drauf haben, so weit drauf haben, dass man die Frage richtig beantworten kann. Übrigens beim CAPM, da werden die Bücher, wird das Buch, also der Pembok Guide, die 6. Edition nur, die wird da direkt tatsächlich abgefragt. Beim CAPM, beim Einsteigerseminar, ist die Frage, weißt du, was im Buch steht? Beim PMP ist die Frage, weißt du, was man in der Praxis daraus macht? Hier nochmal die Examination Content Outline. Drei große Themenblöcke, People, Process und Business Environment. Und nochmal, das ist also auch unser Syllabus für unser 5-tägiges Seminar. Genau genommen für 4 Tage aus den 5 Tagen, die wir da drinnen zusammen hoffentlich zubringen werden, die ich mit Ihnen hoffentlich zubringen werde. Das sind das die großen Themen für uns. Übrigens das größte Thema vom Aufwand her ist Process da drinnen. Da werden wir auch eher wieder auf die 6. Edition zurückkommen. Ansonsten spielt eher die 7. Edition eine Rolle. Dann die Certifications Handbook. Ah ja, noch etwas, was da drinnen ist. Am Anfang wird es einen weniger interessieren, aber das ist diese Appeals Process hier drinnen. Also die Frage, wie geht man damit um, wenn es irgendwelche Probleme gibt mit PMI, wenn man das Gefühl hat, bei der Prüfung ist was schiefgelaufen und dass man das also versuchen kann, nochmal eine Chance zu bekommen, ohne nochmal eine neue Gebühr zu bezahlen. Und dann auch die Policies and Procedures, über die ich nachher noch ein bisschen was erzähle, für uns im Moment. Aber ich denke, das, was am meisten interessiert, sind natürlich die Gebühren. Das sind die Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung. Es gibt 2 Kategorien. Die eine heißt High School Degree or Global Equivalent. Im Deutschen das Global Equivalent, das ist die Fachhochschulreife. Also der 12-jährige Schulabschluss oder alles, was höher ist da drinnen. Wir bekommen auch Mitarbeiter, die einen Realschulabschluss haben, eine mittlere Reife haben, bekommen wir ebenfalls durch. Aber da wird noch ein bisschen mit reinspielen, was hat die Person noch gemacht. Da müsste ich der Person im Einzelfall helfen, das den PMI so zu belegen, dass PMI auch einen Realschüler akzeptiert. Aber wir haben es schon mehrfach gehabt, Realschulabschluss in Kombination mit beruflicher Erfahrung durchzubringen. Wenn man bei der Fachhochschulreife ist, dann wird die einfach an sich akzeptiert. Die Kategorie 2 ist der Baccalaureate Degree, Bachelor, genau wie auch bei uns. Übrigens, wenn Sie einen Meisterbrief haben, der Meisterbrief wird hier tatsächlich ebenfalls akzeptiert und natürlich Master und Doktor und was wir noch alles haben, natürlich ganz besonders. Dann brauchen die Teilnehmer, die Kandidaten für die Zulassung zur Prüfung 35 Kontaktstunden Training. Am Ende unseres 5-Tage-Seminars haben die Personen das auch. Das Weitere ist dann Erfahrung, die man braucht. Und das ist der einzige Unterschied noch zwischen diesen beiden Kategorien. Man muss innerhalb der letzten 8 Jahre, zurückgerechnet vom Moment der Anmeldung, dass man die submittet, man muss da mindestens 60 oder 36 Monate Erfahrung mit Projektmanagement gesammelt haben. Was heißt das mit diesen 8 Jahren? Man muss was man vor 8,5 Jahren gemacht hat, das spielt hier drin keine Rolle mehr. Was man vor 7,5 Jahren gemacht hat, das kann man hier perfekt einbringen. Und wie gesagt, irgendwie verteilt über diese 8 Jahre muss man also 60 Monate, 5 Jahre zusammenbringen. Bei der Kategorie 2 wird es reduziert auf 3 Jahre, 36 Monate, irgendwie verteilt über diesen Zeitraum. Und es muss Projektmanagement sein, das ist noch wichtig. Man muss wirklich aktiv an der Leitung dieses Projektes beteiligt gewesen sein, vom Initiieren bis zum formalen Abschließen. Die Anmeldeumgebung fragt tatsächlich danach, was hast denn du gemacht beim Initiieren, was hast du gemacht beim Planen und so weiter. Hier sehen wir die Gebühren für den PMP und erneut sehen wir, dass man also diese $150 Rabatt bekommt. Übrigens nach meinem jetzt aktuellen Stand der
der Währungen, der beiden Währungen, ist es tatsächlich besser, man macht es in Dollar und nicht in Euro. Der Dollar steht da etwas günstiger für uns. Reexamination bedeutet, wenn man die Prüfung nicht auf Anhieb schafft, man ist eligible, hat aber die Prüfung nicht auf Anhieb geschafft, man hat insgesamt ein Jahr Zeit, die Prüfung abzulegen. Und hier bekommt man jetzt noch zwei Möglichkeiten, es nochmal zu probieren. Also maximal hat man drei Anläufe dafür. Und dieser zweite und dritte Anlauf werden auch nochmal mit einer Gebühr verbunden, wo es auch nochmal einen Unterschied gibt. Ich habe noch keinen Teilnehmer zum Glück gehabt, der es dreimal probieren musste und vielleicht auch nicht geschafft hat am Ende. Aber ich habe tatsächlich immer wieder E-Mails von Leuten, die ich so eigentlich gar nicht kenne, aber sie fragen mich, Oliver, du kennst dich doch damit aus. Ich habe das dritte Mal jetzt die Prüfung nicht geschafft. Was soll ich denn tun? Ich kann den Leuten nichts anderes sagen als PMI sagt, du musst jetzt ein Jahr aussetzen, ein Jahr warten und dann mit erneuter Gebühr natürlich. Man braucht nicht nochmal ein Training, falls man es noch kann dann. Ja. Man braucht nicht, also formal braucht man nicht nochmal ein Training, aber dann kann man es erneut probieren, aber man muss ein Jahr warten da drinnen. Wer die Prüfung schafft, ich habe schon gesagt, der muss dann seinen Status aber regelmäßig verlängern, einen Dreijahreszeitraum. Bei PMI gibt es fürchterlich viele Abkürzungen. Das hier CCR, das ist Continuing Certification Requirements. Da muss man dann Punkte sammeln, die heißen PDUs bei uns und die reicht man ein bei PMI. Und wenn man 60 PDUs zusammen hat, dann wird der Status verlängert um 3 Jahre. Die werden hinten dran gehängt an den aktuellen Status, den man hat. Und dafür gibt es auch nochmal eine kleine Gebühr bei PMI. Die Prüfung wird in 16 Sprachen angeboten. Darunter ist übrigens auch Deutsch mit dabei. Ich werde auch oft gefragt, ja, legt man das lieber mit der deutschen Übersetzung ab oder legt man es lieber in der englischen Originalsprache ab? Ich denke, das hängt davon ab, wie gut man Englisch spricht. Wenn das Englisch gut genug ist, klare Empfehlung, alles in Englisch machen. Wie funktioniert denn die deutsche Übersetzung? Ich bekomme die deutsche Prüfungsfrage vorgelegt und lese die jetzt und suche nach der Antwort. Hier und da kann es mal passieren, dass ich sage, irgendwas verstehe ich im Deutschen hier nicht. Da ist ein Wort drinnen. Was meinen die denn eigentlich damit? In dem Fall kann man auf ein Knöpfchen drücken. Das ist dieser Exhibit-Button hier. Und dann bekommt man die englische Originalversion. Und wenn man das Wort im Englischen kennt, kann man sagen, ah, jetzt weiß ich, wovon sie reden, kehrt wieder zum Deutschen zurück und beantwortet diese Frage dann in Deutsch. Ein Nachteil dieser Vorgehensweise ist, sie kostet ein bisschen Zeit. Und Zeit spielt tatsächlich eine Rolle in dieser Prüfung. Der Zeitdruck auf dem Teilnehmer ist etwas erhöht. Und deswegen meine Empfehlung, wenn man es kann, nur in Englisch zu machen, da ist man einfach deutlich schneller drinnen. Wenn das Englisch nicht ausreicht, selbstverständlich nimmt man dann diese Übersetzung mit. Dann verwendet man diese Übersetzung und damit kann man die Prüfung auch schaffen. Ich habe wirklich viele Teilnehmer, die mit der deutschen Übersetzung gearbeitet haben und damit die Prüfung ganz hervorragend geschafft haben. Man kommt halt ein bisschen eher unter Zeitdruck bei der Verwendung der deutschen Version. Das ist meine Empfehlung. Woher weiß man, ob das Englisch gut genug ist? Nach unseren 5 Tagen, 35 Stunden Training, spätestens am Ende des Seminars, weiß man das ganz genau. Wir arbeiten ja mit sehr vielen Beispielfragen, Übungsfragen, auch in diesem Seminar. Und dann weiß man, ob man das kann oder ob man es nicht kann. Übrigens, unser Seminar, ähnlich wie hier auch meine Präsentation, ich bereite Sie auf die englische Version der Prüfung vor. Auch jemand, der die deutsche Version nimmt, wie gesagt, sollte wissen, was die englischen Fachbegriffe bedeuten, falls mal irgendwo eine Übersetzung fragwürdig ist, dass man den englischen Fachbegriff nachschauen kann. Wir bereiten das Ganze auf Englisch vor. Die Prüfungssprache, die ich empfehle, ist je nach Befähigung, Englisch oder Deutsch. Die Seminarsprache aber, wie wir miteinander sprechen, die ist Deutsch. Wenn wir unter Deutschen sind, ist es völlig unnatürlich, jetzt Englisch miteinander zu reden. Wenn ich in Unternehmen zum Beispiel bin, dann mache ich aber auch englischsprachige Seminare, biete ich ebenfalls an als interne Veranstaltungen und die habe ich auch tatsächlich relativ oft. Aber dieses Seminar wird in Deutsch gehalten. Man muss also sich nicht auf das Englische einstellen. Jedenfalls nicht für die Umgangssprache. Noch eines, wer Behinderung hat,
Da gibt es Möglichkeiten, Hilfen bei PMI, zum Beispiel wenn man sehbehindert ist, dass man die Prüfungsfragen und die Antworten vorgelesen bekommt, dass man da also Hilfestellungen bekommt. Diese Accommodations kann man anfordern beim PMI. Direkt in der Anmeldung zur Prüfung gibt man die bereits mit an. Und wer da Hilfe braucht, dem helfe ich ebenfalls auch gerne und stimme mich mit PMI ab, welche Möglichkeiten hier für die jeweilige Person da sind. Wir haben ja ein paar Bücher, die für uns eine große Rolle spielen. Das allererste ist der PMBOK Guide Sixth Edition, der immer noch ziemlich dominant in der Prüfung ist, auch wenn in so einem schleichenden Übergang die siebte Edition jetzt reinkommt. Auch den gibt es in verschiedenen Übersetzungen. Und erneut meine Empfehlung, ich möchte jedem raten, Mitglied im PMI zu werden. Dann kann man so eine Übersetzung kostenlos einfach runterladen und hat dann seine eigene Sprachversion und die englische Version stellen wir ohnehin zur Verfügung. Dann haben wir ein paar weitere Bücher hier noch, der Agile Practice Guide, den man ebenfalls digital runterladen kann. Und dann die siebte, die neuere Edition vom PMBOK Guide, die jetzt so nach und nach immer mehr eine Rolle spielt in dieser Prüfung. Seit Oktober sind die ersten Fragen da, die sich auf den beziehen. Und man rechnet im Sommer, wird wohl der das dann das dominierende Dokument sein für die Prüfungsvorbereitung. Da gibt es kein klares Datum, da gibt es keinen klaren Cut, sondern es ist einfach ein schleichender Übergang, der hier gerade stattfindet. Das hier ist die Wissensdatenbank, die PMI ebenfalls anbietet und ich rechne damit in der Zukunft, das wird eines unserer sehr wichtigen Vorbereitungsmedien ebenfalls werden. Die Datenbank ist noch nicht genügend ausgereift, um sie heute schon in diese Rolle reinzubringen. Die ist relativ jung, aber arbeitet hart daran. Und ich bin ja seit ewigen Zeiten Volunteer im PMI. Das ist auch der Bereich, wo ich im Moment Volunteering mache, wo es darum geht, den Benutzern die Funktionalitäten an die Hand zu geben, die sie brauchen, dass sie da drinnen wirklich gut recherchieren und vor allem auch damit gut lernen können. Recherchieren kann man schon ganz gut, aber als Lernmedium ist es noch ungeeignet. Und da gibt es noch ein paar Verbesserungen und funktionale Erweiterungen, die nötig sind. Das hier ist die Website von Pearson VUE und ich habe schon davon gesprochen, es gibt zwei Versionen dieser Prüfung, wenn man so will, zwei Optionen, wie man sie durchführen kann. Das eine ist das Online Proctored Testing. Ein Proctor ist ein Prüfungsaufseher. Ja, so wie ich jetzt hier vor der Kamera sitze, hier in die Kamera reinspreche. So sitzt man dann in der Prüfung auch vor einer Webcam. Der Proktor beobachtet einen während dieser Prüfung, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Er ist auch sehr, sehr streng, muss man sich gleich drauf einstellen. Also man muss die Kamera auch so haben oder vielleicht einen zweiten Kanal, Handy oder so dafür verwenden. Da kommt er vielleicht mal und sagt, kannst du mal unter deinen Schreibtisch zeigen, dass da keiner drunter sitzt und dir alles einsagt und da hinten die Tür muss geschlossen werden und dieser Zettel auf dem Schreibtisch muss weg und so weiter. Also die sind da auch sehr, sehr streng damit, wie sie sicherstellen, dass es hier in dieser Prüfung keinen Betrug gibt. Online-Proctor-Testing kann man zu Hause machen, kann man am Arbeitsplatz machen oder sonst irgendwo, wo man eine hoffentlich stabile und leistungsfähige Internetverbindung hat. Die Alternative ist Testcenter-Testing, also man geht in ein Testcenter, wie ich vorhin schon mal im Bild eins gezeigt habe. Was ist der bessere Weg? Beides hat Vor- und Nachteile. Man muss es für sich selber entscheiden. Wenn man zu Hause oder in der Arbeit testet, ist es halt wichtig, dass man völlig ungestört ist. Dass zu Hause nicht irgendwelche Kinder reinkommen und hungrig sind oder der Hund oder der Ehepartner vielleicht. Und in der Arbeit natürlich der Kollege, der jetzt ganz dringend das Problem hat, was er besprechen muss. Das kann zum Abbruch der Prüfung in diesem Moment führen. Also die Frage ist, hat man diese Ruhe, diese Gewissheit, dass man da drinnen völlig ungestört ist, dass auch nicht vielleicht eine Reinigungskraft reinkommt und einen Staubsauger anmacht oder was es im Einzelnen auch ist. Ein anderes Thema, wahrscheinlich zu Hause stärker als am Arbeitsplatz, ist auch die Frage nach der Leistung und nach der Zuverlässigkeit der Online-Verbindung. Wenn da halt was passiert, dann muss man PMI erklären, wieso war ich denn auf einmal weg? Aus Sicht von PMI ist der Teilnehmer einfach weg
Und dann ist die Frage natürlich, lag das auf PMI-Seite, lag das auf Seite des Teilnehmers irgendwo in der Mitte oder so? Also die Frage nach der Leitungsqualität ist nochmal ein ganz, ganz großes Thema. Und das ist der Vorteil vom Testcenter-Testing. Sollte da mal irgendetwas schief gehen, dann war das das Problem des Testcenters und nicht das Problem des Kandidaten zu Hause. Also auch das ist nochmal ein Vorteil vom Testcenter. Und man ist natürlich wirklich ungestört da drinnen. Da achtet ja das Testcenter da drauf. Jeder soll es für sich selber entscheiden. Hier beide Versionen sind gangbar und machbar. Und ich bin PMI auch sehr froh, dass es beide Versionen einfach zur Verfügung stellt. Es gibt eine Reihe ganz, ganz strenger Regeln, was alles nicht erlaubt ist. Ein paar habe ich schon angesprochen. Man darf auch keinen Notizblock dabei haben. In der Prüfungssoftware ist ein digitaler Notizblock drinnen. Übrigens, den ich auch meinen Teilnehmern empfehle, das vorher mal zu trainieren, den kann man online auch mal Viertelstunde mal mitspielen. Wenn man es dann in der Prüfung braucht, dann weiß man, wie das Ding funktioniert. Pocket Calculator, Taschenrechner ebenfalls, ist nicht erlaubt. Smartphone ohnehin nicht, da ist ja auch einer mit drauf, aber auch sonst kein Taschenrechner erlaubt. Aber auch hier, man bekommt einen digitalen Taschenrechner mit dieser Software gestellt. Und wir haben im Moment nur sehr wenig Rechenfragen. Ich empfehle trotzdem meinen Teilnehmern, nehmt mal sowas wie den Windows-Rechner oder im Macintosh gibt es ebenfalls einen. Nehmt das doch mal und spielt ein bisschen damit rum, setzt euch selber ein paar Rechenaufgaben, schaut, wie ihr die damit löst. Schaut, was passiert, wenn ihr das Gleichheitszeichen mehrfach drückt, das ist auch ein wichtiges Ding, damit man dann in der Prüfung, wenn doch mal eine Rechenfrage kommt, darauf vorbereitet ist. Und wir hatten schon Zeiten, da waren in der Prüfung ein Drittel aller Fragen Rechenfragen. Im Moment sind es noch ganz wenige, aber die können jederzeit wiederkommen, natürlich. Und meine Wristwatch, ja, meine Armbanduhr, müsste ich natürlich genauso ablegen an dieser Stelle. Man darf keine Kopfhörer haben. Also, das ist schon recht streng. Im Testcenter gibt es sogar noch eine Physical Examination. Da wird man sogar noch abgetastet, ob man nicht irgendwas in den Taschen drinnen hat, womit man betrügen kann oder ob man was in die Handfläche reingeschrieben hat. So der Klassiker natürlich aus der Schule. Ja. Item ist ein anderes Wort für Frage hier. Die Prüfung besteht aus 180 Fragen. Übrigens, 5 dieser Fragen werden gar nicht gewertet. Da geht es nicht darum, bist du als Kandidat geeignet, zertifiziert zu sein, sondern es geht umgekehrt darum. Die Prüfungsfragen sind neu. Die sind neu geschrieben worden. Prüfungsfragen schreiben ist ein stehender Prozess bei PMI. Was heute in der Prüfung ist, muss morgen schon nicht mehr genauso stimmen. Deswegen, und wenn verschiedene Leute auf die Prüfung gehen, die werden verschiedene Sammlungen von Fragen auch bekommen. 5 Fragen sind also neu geschrieben worden und jetzt wird getestet, wie kommen denn eigentlich die Kandidaten mit diesen Fragen zurecht. Massivster Einsatz von künstlicher Intelligenz übrigens an dieser Stelle, um zu sehen, passt die Frage überhaupt rein. Auch um zu fragen, wie schwierig ist die Frage denn eigentlich, um das auch festzustellen. Wenn eine Frage sehr, sehr schwierig ist, dann weiß PMI das. Oder wenn sie sehr einfach ist. Und alle Teilnehmer sollen eine etwa gleich schwierige Prüfung bekommen. Da die verschiedene Fragen haben, heißt es, wenn die Fragen jedes Mal neu zusammengesetzt werden, muss PMI wissen, wie leicht oder wie schwierig ist eine solche Frage. Zeit, 230 Minuten, ist die reine Prüfungszeit. Die Prüfung ist allerdings in 3 Blöcke unterteilt. Das heißt, man bekommt erstmal 60 Fragen vorgelegt. Wenn man die abgearbeitet hat, dann bekommt man die Möglichkeit einer Pause. Die muss man nicht machen, aber man kann sie machen. 10 Minuten, dann kommt das zweite Sammlung mit 60 Fragen. Dann nochmal die Möglichkeit einer Pause. Und dann kommt die dritte Sammlung. Übrigens, wenn ich in der zweiten Sammlung mit Fragen drinnen bin, kann ich auf die erste nicht mehr zurückgreifen. Also man kann die Pause nicht nutzen, um irgendetwas nachzublättern, was man jetzt gerade gesehen hat, und dann nochmal zu der Frage zurückzukehren, wenn man es jetzt besser weiß, sondern man ist halt am neuen Block dann dran. Wenn man beide Pausen bei der Prüfung, wenn man die wahrnimmt, wenn man diese Option wahrnimmt, die durchzuführen, dann kommt man auf 250 Minuten Zeit. Wenn man die einfach überspringt, dann ist man bei 230 Minuten. Deswegen meine Aussage, circa 240 Minuten, 4 Stunden plus minus 10 Minuten, je nachdem, wie man die Pausen macht. Es gibt hier verschiedene Item Styles, verschiedene Arten von Prüfungsfragen. Situative Fragen ist ein sehr großer Anteil. Du bist in der Situation, dass dir gerade das und das wieder
das jetzt mal passiert ist, was machst du denn eigentlich als nächstes? Terminologiefragen über Begrifflichkeiten. Wie gesagt, Mathematikfragen sind im Moment relativ wenige. Was aber da ist, sind Verständnisfragen und Wissensfragen, die man nicht beantworten kann, wenn man die Rechenformeln nicht drauf hat. Und noch ein paar mehr. Wenn man die Prüfung durchlaufen hat, bekommt man einen Score Report, so wie diesen hier, direkt noch im Prüfungszentrum übrigens, oder wenn man online ist, während man noch die Verbindung mit PMI hat. Und hier gibt es eigentlich nur ein Wort, das uns interessiert. Und das heißt hier Pass. Da will man kein Fail stehen haben. Mein Teilnehmer hat nicht nur die Prüfung geschafft an dieser Stelle, sondern war auch noch sehr, sehr gut, besser als es notwendig war übrigens. Hat mir das dann auch gleich ganz stolz zugeschickt und hat gesagt, da schauen wir mal, was ich hier geschafft habe. Da haben wir diese drei Domäne nochmal, People, Process und Business Environment. Und die Person hat es überall above target geschafft. Das freut mich auch als Trainer natürlich. Aber ich muss es nochmal sagen, wirklich notwendig ist es nicht. Wirklich notwendig ist, dass wir auf der rechten Seite in diesem Diagramm sind und das Pass bekommen. Eine häufig gestellte Frage hier ist natürlich, ja, wie viele Fragen muss ich denn richtig beantworten, um diese Prüfung auch tatsächlich bestanden zu haben? Und tatsächlich seit 2005 ist das eines der ganz großen Geheimnisse von PMI. Ich kann ein bisschen was dazu sagen, ist keine offizielle Aussage, aber es wird wohl zwischen 70 und 75 Prozent liegen, die man richtig haben muss. Das weiß ich einfach aus Rückmeldungen von Teilnehmern, die mit Beispielfragen, mit Übungsfragen sich vorbereitet haben und dann in der Prüfung tatsächlich drinnen gesessen sind. Wer in diesen ganzen Übungsfragen 75% oder mehr geschafft hat, hat auch nachher die Prüfung geschafft. Wer unter 70% bei den Übungsfragen war, der hat auch die Prüfung nicht geschafft. Und zwischen 70 und 75% gibt es so ein bisschen eine Grauzone dazwischen. Wie gesagt, ich meine, was man hier sieht, es wird nie wieder wichtig sein. Wichtig ist nur, dass man PMP zertifiziert ist. So sieht dann nämlich auch das Zertifikat aus. Ich finde, dass das ganz attraktiv ist. Schön so als Hintergrund für den Arbeitsplatz an die Wand gehängt. Macht sich das auch ganz gut. Oder was man sonst damit machen möchte. In sein Xing-LinkedIn-Profil kann man es natürlich mit reinnehmen. Was wir hier noch sehr schön sehen übrigens, ist da unten diese Geschichte mit dem Expiration Date. Es ist im Moment März 2022. Ich habe schon vor einem Jahr übrigens meine 60 PDUs eingereicht und bin dann verlängert worden von Februar 2023 auf 2026. Da sind die 3 Jahre hinten dran gehängt worden. Und im Moment kann ich da gar nichts machen. Aber wenn dann der nächste Zyklus losgeht, dann kann ich wieder meine PDUs sammeln. Und wenn ich 60 PDUs zusammen habe, reiche ich sie ein. Dann bekomme ich eine neue Ausgabe, neue Version dieses Zertifikats und da steht dann 2029 drinnen und so weiter. Das kann man machen, solange man lebt oder zumindest solange man Interesse hat, diesen Status auch aufrecht zu erhalten. Hier habe ich noch ein bisschen was zu der Zahl der aktiv zertifizierten Personen. Also wenn jemand seine Verlängerung nicht gemacht hat und den Status verloren hat, der ist hier nicht mehr mit drinnen. Es geht nicht nur um die Leute, die mal die Prüfung geschafft haben. Die Zahl liegt bei, ich glaube, irgendwo bei 3 Millionen inzwischen. Sondern es geht wirklich um die Leute, die aktiv die Prüfung im Moment haben. Und wir sehen, wie die über die Jahre mehr geworden ist. Hier vorne übrigens bin ich mit drinnen. 2001 habe ich meine Prüfung abgelegt, ziemlich am Anfang des Jahres. Damals war das noch eine ganz exotische Geschichte. Damals musste ich noch erklären, warum bin ich denn CPMP zertifiziert? Heute ist es eher andersrum. Wenn man es nicht ist, muss man erklären, wieso bist du eigentlich noch nicht zertifiziert? Und dann ging das Ganze hier wirklich in die Höhe. Und wir sehen, das Wachstum ist auch nicht irgendwie am Nachlassen und am weniger werden, sondern das hat nochmal die letzten 3 Jahre nochmal so richtig Gas gegeben. Also ich denke, das wird noch eine Weile so weitergehen. Ich denke übrigens auch, ich habe nicht alle Zahlen zur Verfügung natürlich, aber ich denke auch, der PMP ist wahrscheinlich die am weitesten verbreitete professionelle Zertifizierung. Nicht eine Firmenzertifizierung, wie man das bei Microsoft oder bei Oracle und bei anderen haben kann, sondern eine firmenneutrale Zertifizierung. Ich kenne zumindest keine Zertifizierung, die da auch nur ansatzweise mithalten würde.
Dann gibt es Nachweismöglichkeiten beim PMI, wenn man sagt, man ist PMP, dass man anderen belegen kann, das stimmt auch tatsächlich. Vor allen Dingen auch, wenn man mal jemandem begegnet, wo man das Gefühl hat, der kann nicht PMP sein, der behauptet es zu sein, kann das aber nicht sein, dann kann man hier drin mal nachschauen, ist denn die Person eigentlich zertifiziert? Die taucht dann in dieser Registry drinnen auf. Wenn jemand nicht drinnen auftaucht, heißt es noch nicht automatisch, die Person ist nicht zertifiziert, weil es gibt eine Opt-out-Möglichkeit hier drinnen. Aber wer drinnen steht, der hat den Beleg erbracht, dass man zertifiziert ist und dass die auch noch aktiv ist, die Zertifizierung. Es gibt noch ein zweites bei PMI, das ist Credly. Credly ist eine Organisation, die Online-Belege für Zertifizierungen anbietet und PMI ist mit dabei. Und hier drinnen sehen wir jetzt zum Beispiel mein PMI-Badge nochmal. Hier drinnen übrigens auch mein Badge als zertifizierter Trainer bei PMI und ein paar weitere. Ich habe tatsächlich deutlich mehr, als hier zu sehen sind, Zertifizierungen. Ich habe eine ganze Menge inzwischen. Die anderen arbeiten aber nicht mit Credly zusammen. Das sind die, die auch hier in Credly tatsächlich zu finden sind. Und damit sind wir eigentlich durch mit meiner Präsentation. Dieser QR-Code hier würde ich ganz kurz ein bisschen Zeit lassen, dass man, wenn man mag, sich den mal abscannen kann. Einfach mit dem Handy, wenn es ein modernes Handy ist, mit der Kamera draufgehen, dann wird es automatisch gescannt. Vielleicht hat man spezielle Software auch dafür. Das führt dann auf der Website von The Project Group, führt es dann zu dem Bereich, zu der Seite, in der die Schulung, die Vorbereitungsschulung beschrieben ist und in der man sich auch registrieren kann zum Seminar, Teilnahme am Seminar. Wer dazu Interessen hat, ich stehe natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. Wer mehr wissen möchte, kann mich gerne im Vorfeld fragen. Ansonsten werden wir natürlich über vieles, was wir hier gesehen haben, auch im Detail im Seminar nochmal sprechen, aber dann halt viel, viel mehr ins Detail reingehen. Der erste knappe halbe Tag bei unserer Prüfungsvorbereitung beschäftigt sich nochmal mit diesen Themen. Und ich habe Teilnehmer, die sagen, langweilt mich, ich habe das alles ja schon hinter mir. Aber ich habe andere wiederum, die dann sagen, das ist ja sehr hilfreich, dass man nochmal dieses gesammelte Wissen zum Thema Vorbereitung, Anmeldung, Prüfung da drinnen bekommt. Ich möchte mich bei allen bedanken, die hier zuschauen. Und wie gesagt, wenn es Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung. Was ich noch zu sagen habe dazu ist, dass wir in unserem Seminar unsere Teilnehmer natürlich gerne begrüßen, dass es, auch wenn es online ist im Moment, wir sind so langsam wieder auf dem Weg in Richtung Classroom, in Richtung Seminarraum, aber auch wenn es online ist, dass wir versuchen, das Ganze interessant zu machen, spannend zu machen. Und tatsächlich, das ist eine Rückmeldung, die ich sehr häufig auch von meinen Teilnehmern bekomme. Etwas, wo sie sagen, es ist interessant, hier drinnen zu lernen. Das ist jetzt nicht nur stumpfes Pauken, sondern das ist ein Spaß, der dabei zu sein. Es bleibt allerdings anspruchsvoll. Es ist kein einfaches Seminar. Vielen Dank für die Geduld mit mir, hier zuzuschauen bis zum Ende. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in der Prüfungsvorbereitung wiedersehen. Ciao.